Dort, wo der Jakob diesen Segen empfängt am Jabok, da passiert etwas ganz, ganz Gewaltiges. Ein Übergang findet statt. Er bekommt einen neuen Namen von Gott. Erst war er Zeit seines Lebens der Jakob, der Betrüger. Das hat sein Leben gekennzeichnet. Das hat alles in seinem Leben ausgemacht. Jetzt ist er Israel, der, der mit Gott kämpft. Also nicht nur ein Name, der erneuert wird, sondern sein ganzes Leben, seine Zukunft wird erneuert. Eine neue Perspektive, die er bekommt, eine neue Beziehung zum lebendigen Gott. Er wird neu ausgerichtet auf ihn. Diese Übergangsmomente finden wir immer und immer wieder im Leben. Was sind so deine persönlichen Übergangsmomente gewesen und warum sind sie so bedeutsam für dich? Also du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema an, also Übergangsmomente. Um das jetzt mal von der Theologie wegzuholen, auf die Soziologie zu übertragen. Die Soziologen nennen das die Rite de Passage. Es gibt die ganz großen Momente im Leben, wo ein Mensch merkt, hier brauche ich Begleitung, hier brauche ich einen Segen. In allen Kulturformen, in allen menschlichen Zivilisationen finden wir das an gewissen Ereignissen, unabhängig welcher Religion, welcher Kultur Menschen angehören. Ich spreche jetzt, wie gesagt, soziologisch. Menschen nach Begleitung, nach höherer Macht, nach Segen fragen, wenn diese Rite-Passage, diese Übergangsmomente passieren. Das ist zum Beispiel, wenn ein Mensch vom Kind zum Erwachsenen wird. Bei uns feiern wir das mit der Konfirmation. In anderen Zivilisationen sind es Beschneidungsriten halt. Es ist so gewesen, dass die Atheisten, als sie kamen und sagten, ja, wir schaffen Gott ab und das gilt alles nichts und es gibt keinen größeren Schöpfer, aber sie gemerkt haben, es muss auch trotzdem diese Begleitungsrituale geben. Da hat man dann die Jugendweihe erfunden, halt zu sagen, jawohl, wir brauchen an diesen Übergangsriten Begleitung halt. Und das ist nicht nur, wie gesagt, die Mannwerdung, auch wenn du heiratest, wo du merkst, ich trete jetzt in einen neuen Lebensabschnitt ein als das ganz Große. Oder wenn man als Eltern, wenn man als verheirateter Eltern wird, auf einmal ist ein Kind da. Das ist eine ganz neue Situation als Vater, als Mutter. Da gibt es Begleitung, dass die Taufe halt, bei der Hochzeit wird ein großes Fest gefeiert. Aber auch wenn ein Mensch stirbt, haben wir eine Feier, eine Trauerfeier. Aber wir brauchen Begleitung, wir brauchen Zuspruch, wir brauchen entsprechend diese Dinge, wo wir merken als Menschen, da ist etwas größer als wir und wir treten in einen neuen Lebensbereich ein. Und das ist mir natürlich in meinem Leben, du fragst ja persönlich danach, wann ist dir das wichtig geworden, wo ist das passiert? Ich habe natürlich auch diese Dinge erleben dürfen in meiner Konfirmation. Das war ein wichtiger Moment, auch diese Begleitung, auch wenn ich damals noch nicht gläubig war, aber zu sagen, ja, hier hört etwas auf, so langsam Kindheit und jetzt das Erwachsenen bricht so langsam ein. Da war natürlich meine Hochzeit, da war ein anderer Moment in meinem Leben, meine Ordination, wo ich eingesetzt wurde und durfte, gesegnet von vielen anderen Pfarrern halt, dann ab sofort öffentlich Wort und Sakrament verwalten halt. Aber das sind nicht nur die großen Dinge meines Lebens, es gibt auch die kleinen Sachen, wo ich immer wieder gucke und das macht den Christen aus. Also diese anderen Dinge erlebt auch der Weltmensch, also dieses Bedürfnis nach Begleitung. Das führt ja auch bei uns in den Landeskirchen dazu, dass gerade die Amtshandlung unglaublich angefragt werden. Die Leute treten aus der Kirche aus, aber wenn sie dann heiraten wollen oder wenn sie Eltern werden, auf einmal ist ihnen Kirche so wichtig, da treten die wieder ein, obwohl die nicht gläubig sind. Das ist so ein Paradox so ein Stück weit halt. Aber das machen sie, zahlen wieder Kirchensteuer, weil ihnen genau das wichtig ist, zu sagen, ich brauche das an diesem Punkt. Also man kann das jetzt als gläubiger Mensch natürlich verurteilen, aber das zeigt genau zu sagen, dass es da so ein tiefes menschliches Grundbedürfnis gibt. Aber für mich ist es nicht nur bei den großen Dingen des Lebens, sondern für mich ist es auch, wenn ich so in die kleinen Räume reingebe, dass ich mich immer wieder versuche, in so einem Übergang einfach zu vergewissern halt, ich will mit Gott und mit Gottes Segen hineingehen. Also jeden neuen Tag, den ich beginne, beginne ich natürlich mit einem Bibelwort, mit einem Gebet und bitte Gott einfach um Behütung und Bewahrung zu sagen, in diesen neuen Tag hineinzugehen mit seinem Segen. Im Judentum gibt es den guten Brauch, dass es an jeder Tür in Israel, wenn ihr schon mal da wart, dann wisst ihr das, eine Mesusa gibt, dieses kleine hölzerne oder metallene Gefäß, wo dann eben dieses Wort drin ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und der gläubige Jude, der die Tür passiert, er küsst mit den Fingern oder küsst direkt mit den Lippen. Und Hintergrund ist, man soll sich bewusst machen, wenn ich in einen neuen Raum reintrete, dass ich das bewusst tue mit dem Segen Gottes halt. Also wenn ich von zu Hause komme, habe mit meiner Frau Mittag gegessen halt, komme jetzt in die Kirche und betrete die Kirche, dann gehe ich von einem Lebensbereich in den anderen. Und dann bitte ich Gott um den Segen, wenn ich in die Kirche komme, zu sagen, hey, was mir jetzt begegnet in einem Seelsorgegespräch oder in einem Dienst, Herr, segne es. Aber auch wenn ich nachher wieder die Kirche verlasse, ich trete dann wieder in meinen privaten Bereich ein, zu sagen, auch da um den Segen Gottes zu bitten halt. Wenn man da erstmal ein Verständnis für gewinnt, dann weiß man, dass das für den Christen nicht nur wichtig ist bei den großen Lebensübergangsmomenten, sondern eben auch in diesen ganz kleinen Dingen immer wieder zu bitten,
Ja, Gott kommt hinein. Und das ist dann so ein Stück weit so ein Konzept, ich nenne das Leben in Gottes Gegenwart, dass ich sage, ich nehme ihn ganz bewusst in meinen Alltag mit hinein und bitte ihn, mit mir zu gehen, der ja sowieso da ist, aber ihn bewusst mit hineinzunehmen, indem ich mit ihm spreche, aber ihn auch bitte um seinen Segen, sein gnädigliches Begleiten, sein Guttun an mir, wenn ich, wie gesagt, diese Schritte tue. Und das, wie gesagt, jetzt nochmal auch dann bei Jakob, zu sagen, in diesem Übergangsmoment, wo er drinsteht, genau wie du es skizziert hast, Paul, jemand, der komplett verändert ist, der ja dann auch anders durchs Leben gibt, das ist ein ganz tiefes Bild, ist ja dann hinkend, er wird ja geschlagen, er ist nicht mehr derselbe, das ist sichtbar. Also nicht nur in dem, was an ihm geistlich passiert ist, sondern auch äußerlich wird etwas sichtbar, zu sagen, dieser Mann fragt eben nicht mehr nach primär nach den Gaben der Schöpfung, sondern nach dem Schöpfer selber. Und das verändert ihn. Fortan ringt er nicht um Betrug, ringt nicht mit Menschen, um da irgendwas zu bekommen, das Weltliche. Er ringt mit Gott, dieses Israel, dieser Name, kämpft Gott, hat ja so ein bisschen sowas Negatives. Ich verstehe es immer sehr stark. Ich ringe mit Gott, ich versuche von ihm das zu bekommen. Ich ringe nicht mehr irgendeinem anderen Menschen oder meiner eigenen Körperkraft etwas ab, um Segen zu bekommen, sondern ich habe verstanden, den Segen bekomme ich dann, wenn ich mit diesem lebendigen Gott ringe, aber nicht in einem Zweikampf, sondern zu sagen, halt mich quasi an ihn werfe, ihn nicht loslasse. Das ist ja dieses Moment des Jakobs, das ist ganz stark, ist halt zu sagen, er lässt Gott nicht los, zu sagen, egal was passiert, er bleibt an ihm dran. Das ist das ganz Starke. Und das dann wiederum auch für alle meine neuen Momente in meinem Leben, wo ich hineingehe, immer wieder an Gott, an Jesus festhalten, dann zu sagen, das meint es eben, was Israel ausmacht. Und das wünsche ich euch allen auch, also zu sagen, dass ihr da genauso seid wie Jakob, dass ihr wirklich mit Gott ringt, und zwar in dem Sinne, dass ihr ihn einfach nicht loslasst bei all dem Neuen, was passiert in eurem Leben, und immer von ihm alles erwartet und nicht von dem, was ihr vielleicht leisten könnt oder wie ihr vielleicht von anderen Menschen beschenkt werdet oder denen irgendetwas abpressen könntet.